Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Shred Education YouTube Kanal. Heute möchte ich über das Thema sprechen, wie lange muss ich eigentlich üben, um auf dem Instrument besser zu werden, um Fortschritte zu erzielen. Ja? Denn es gibt zu diesem Thema relativ viele Mythen. Mythos Nummer 1, was ich wirklich oft gehört habe, ist, man muss 8 Stunden am Tag üben. Ja? 8 Stunden ist so eine schöne Zahl, vor allem bei uns in Deutschland, weil das in der Regel die normale Standardarbeitszeit im Alltag ist. Ja, man geht morgens um 9 zur Arbeit, kommt um 5 wieder, hat 8 Stunden gearbeitet. So, wenn man auf dem Instrument wirklich was erreichen möchte, sagen viele, man muss 8 Stunden üben. Ja, das heißt, das Instrument wird sozusagen zum Job. Es nimmt einfach diese Zeit des Jobs ein und das soll Fortschritt gewährleisten. Das ist ein Mythos. Das stimmt absolut nicht. Ja. Umso mehr Zeit man reinbuttert in das Ganze, desto mehr kommt am Ende raus, ist natürlich klar. Ja, und es geht natürlich irgendwann auch um mehrere Fähigkeiten. Es geht ja irgendwann nicht mehr darum, noch schneller Gitarre zu spielen, wenn man schon super schnell spielen kann. Oder ja, es geht nicht darum, um irgendwelche Grenzen auszureizen oder noch mehr zu pushen, sondern es geht auch einfach um Songwriting, um Soundgefühl, um verschiedene Dinge. Ja, und es gibt natürlich sehr viel, was man mit 8 Stunden am Tag erforschen kann. Das ist richtig, aber wenn man das Instrument beherrschen möchte und Fortschritte machen möchte, dann muss man keine 8 Stunden am Tag üben. Wie gesagt, wenn ihr es wollt, wenn ihr die Zeit habt, let's go for it. Ich möchte euch gar nicht davon abhalten, aber ich gehe davon aus, dass man zwischen 20 und 30 Minuten am Tag üben muss, wenn man wirklich sehr effektiven Fortschritt machen möchte. Ja, aber auch wenn man nur 5 Minuten am Tag übt, auch das macht euch besser. Es gibt viele Dinge, die wir im Prinzip nur 5 Minuten am Tag machen. Ja? Wenn ich das mal so sehe bei meiner Mutter, ja, wir haben ein Smartphone gekauft und die hat am Anfang total viele Schwierigkeiten gehabt mit dem Tippen. Ja, kennt ihr vielleicht auch von euren Eltern oder von älteren Leuten. Die nehmen das Smartphone in der Hand und machen so mit dem Zeigefinger einen Buchstaben nach dem anderen. Ja, und meine Mama hat das, ich würde jetzt mal wirklich schätzen, 5 Minuten am Tag gemacht am Anfang. Ja. Und nach einem Jahr habe ich erstmal gar nicht drauf geachtet und so. Und irgendwann hat sie dann mit 2 Daumen ganz schnell getippt, weil sie das jeden Tag gemacht hat. Ja? Und sie ist jetzt wirklich nicht jemand, der am Tag 6 Stunden damit verbringt und so ein bisschen schummelt, sondern es sind wirklich nur wenige Minuten am Tag. Smartphone ist natürlich ein anderes Beispiel als Musik machen, aber es geht letzten Endes auch beim Musik machen für den Körper um Muskelbewegung. Wir üben irgendwelche Muskelbewegungen. Ja? Für den Geist ist Musik machen Emotionen und solche Sachen. Aber für den Körper sind es irgendwelche Bewegungen und umso öfter man eine Bewegung macht, desto leichter fällt einem das und desto mehr gewöhnt man sich daran und desto schneller kann man das natürlich auch. Ja? Und genau das gilt auch für Instrumente. Ja, das heißt wirklich 5 Minuten am Tag, hey, ja, macht mal ein Experiment, drückt mal eurer kleinen Schwester eine Akustikgitarre in der Hand und zeigt ihr irgendeinen Akkord und sagt, ihr übt das 5 Minuten am Tag. Und guckt mal, wo sie nach einem Jahr ist. Ja? Kann sie wahrscheinlich, nach einer Woche kann sie den Akkord schon super spielen. Das reicht halt. Das sind natürlich Fortschritte, das sind kleine Fortschritte. Ja? Man wird mit 5 Minuten am Tag kein Profi, ist ganz klar. Aber 5 Minuten am Tag reichen wirklich ganz allgemein schon, um Fortschritte zu machen. Wenn man wirklich effektive Fortschritte machen möchte, habe ich ja vorhin schon erwähnt, sollte man 20 bis 30 Minuten an den Tag legen. Das ist eine Dosis, die gedacht ist für den Hobbymusiker, für den ambitionierten Hobbymusiker. Ich habe viele Gitarrenschüler, ja, ich habe einen, der mit 40 Jahren angefangen Musik zu machen, ist jetzt 45, hat jeden Tag eine halbe Stunde geübt und spielt in 2 Bands und kann Gitarren-Solo spielen und so weiter und so fort. Eine halbe Stunde am Tag ist so sein Durchschnitt. Ja, mal natürlich ein bisschen länger, mal weniger, mal ist man im Urlaub und übt vielleicht 2 Wochen gar nicht. Ja, mal ist Frau vielleicht weg oder hat mehr Zeit und man übt jeden Tag 2 Stunden. Ja. Aber eine halbe Stunde am Tag ist so der Durchschnitt. Und wenn man das wirklich meistern kann, dann macht man Fortschritte, dann kann man auch Sachen lernen, die etwas anspruchsvoller sind. Und solche Sachen wie Gitarren-Soli und schnelles Spielen und so weiter und so fort, das sind Sachen, die man auch mit 20 bis 30 Minuten am Tag lernen kann. Ja? Und das Shred Education-Programm, das ist natürlich auch auf eine Übungsroutine ausgelegt, die geht ein bisschen länger. Wenn ihr euch dafür interessiert, könntet ihr da auch mal vielleicht reinschauen. Aber wir berücksichtigen natürlich auch in unserem Programm, dass Menschen nicht jeden Tag 6 Stunden oder 8 Stunden Zeit haben, sich mit dem Instrument zu beschäftigen. Ja? Das ist natürlich ganz klar und wir versprechen euch quasi in diesem Programm auch, dass wenn ihr 40 Stunden die Woche arbeitet, ja, dass ihr dann trotzdem es mit diesem Programm zeitlich noch schafft, Fortschritte zu machen und euer Ziel zum Shredder zu werden, zu erreichen. Das nur mal außen vor. Wenn ich mir jetzt mal mein Übungsverhalten angucke, ja, ich übe am Tag mindestens 2 Stunden. Wenn ich mehr Zeit habe, natürlich mehr, aber ich rede jetzt von reinem Üben. Ne? Also dazu gehört jetzt nicht Gitarre spielen, das ist was anderes als üben. Dazu gehört jetzt nicht komponieren, mixen, mastern, unterrichten, ja, solche Sachen, die ich natürlich täglich mache. Reines Üben, 2 Stunden mindestens am Tag, meistens zwischen 2 und 3 Stunden. Bei mir ist natürlich auch vieles reine Technikübungen, die dazu da sind, um mein aktuelles Level zu erhalten. Ja? Eins meiner Steckenpferde ist schnelles Gitarrespielen, Shredding und
es liegt mir jetzt nicht unglaublich viel daran, das nochmal schneller zu machen. Klar, ich probiere andere Sachen aus, entdecke andere Techniken, mache Sachen neu, aber noch viel schneller, weiß nicht, muss ich jetzt nicht werden. Das reicht mir, ja. Und es geht wirklich auch viel darum, den Skill sozusagen zu erhalten, und dafür reichen aktuell wirklich 2 Stunden am Tag. Ja? Und wenn ihr wissen wollt, wie ich spiele, guckt euch meine Videos an. Wenn ihr dachtet, dass man jetzt sein ganzes Leben lang wirklich dafür jeden Tag 8 Stunden ackern muss, okay. Die erste Zeit habe ich das sicherlich auch getan, gerade in meiner Jugend hatte ich viel Zeit, und wenn es wirklich irgendwann auf einem hohen Level ist, der Skill, und ihr den erhalten wollt, reichen 2 Stunden. Ja. Das ist vielleicht auch was, ja, viele Leute von uns, die von der Arbeit kommen, die gucken gern Fernsehen oder zocken oder was weiß ich, das macht man auch mehrere Stunden am Tag. Ja. Genauso kann man das auf das Instrument anwenden. Es kommt natürlich auch, wie jetzt in diesem Video natürlich schon merkt, darauf an, was eure Ziele sind. Wie gesagt, Akkorde, 5 Minuten am Tag, ja, Liedbegleitung, ambitionierte Ziele, 20 bis 30 Minuten, Pro-Level, 2 Stunden und plus. Ja. Nur so als Richtwert, ist natürlich auch ein bisschen anders wahrscheinlich bei verschiedenen Leuten, ja, aber das sind wirklich realistische Werte. Das heißt also nicht, dass wir wirklich jeden Tag 8 Stunden üben müssen, um was zu erreichen, sondern dass je nachdem, was unser Ziel ist, 5 Minuten bis 2 Stunden auf jeden Fall angemessen sind. Ja. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, dann schreibt es in die Kommentare, auch über Anmerkungen und Fragen zu anderen Videos, ja, oder irgendwelche Requests, könnt ihr mal ein Video zu dem Thema machen oder sowas. Ja, ist alles willkommen. Wir probieren alles zu berücksichtigen. Wenn ihr noch ein paar Minuten Zeit habt, dann guckt mal auf unserem Channel vorbei. Dort haben wir viele spannende Videos rund um das Thema E-Gitarre und Musik. Ja, und haben auch ganz viele Tutorials, Tipps, Videos, Reviews, Playthroughs, alles mögliche, sehr spannenden Content. Bitte abonniert diesen Kanal, um in der Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Würde uns sehr freuen. Lasst uns, wie gesagt, einen Kommentar da, liked das Video und vielleicht teilt ihr es ja sogar. Ja? Ich habe mich sehr gefreut, euch heute in diesem Video ein paar Tipps mitgeben zu dürfen, und ich würde mich umso mehr freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Bis dann!